Präzise wird die Kufenspur gemessen. Die Gleitschienen erhalten durch Schmirgeln den letzten Schliff. Internationale Testrennen der Bobfahrer in der Oberhofer Kunsteisrinne. Hier haben die DDR-Sportler nun alle Möglichkeiten für einen neuen Beginn in dieser Disziplin. Bei der Jagd mit 120 Sachen kommt es auf beste Kurvenführung an. Über Seilzug wird mit den Förderkufen gelenkt. Bob Österreich 2 mit der jungen Besatzung Stengel-Krenn holt den dritten Platz. In toller Fahrt kommen Schönau-Bernhard mit Bobschlitten DDR 2 auf eine Bestzeit. Nach drei Läufen, in der Gesamtwertung noch als Spitzenreiter, blitzen mit Bob DDR 1 Meinhard Nehmer und Jochen Barbock über den Kurs. Doch die 48,01 Sekundentour reicht nur für den zweiten Platz. Denn in der Endabrechnung kommen Schönau-Bernhard von der zweiten DDR-Vertretung mit 35 Hundertstel Sekunden Vorsprung zum Sieg.